Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video, der zweite Teil zu der großen Arbeitswoche beim Rasenfreak. Erst aerifiziert, jetzt wird gesandet, gemäht habe ich auch noch vorher. Jetzt wird gesandet und dann wird der Sand noch eingebürstet und dann düngen wir vielleicht noch, so als Highlight zum Wochenende. Viel Spaß! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Jetzt hole ich jetzt mal Sandy raus. Meine süße Sandy. Meine Frau darf sich ja fragen. Da muss ich noch mal ein bisschen besser machen hier. Das ist noch ein bisschen. Da muss ich noch was machen. Das ist zu wackelig. Das ist zu wackelig. Ich habe jetzt hier einen neuen Sicherheitsschalter. So, du Rasenfreaks. Ja, sprang super an. Mega. Läuft hier richtig gut. Das, was wir jetzt zuerst machen müssen, wir müssen mal testen, wie viel Sand er jetzt rauswirft. Was ist die richtige Stellung? Ich möchte eigentlich nur so maximal einen halben bis ein Liter Sand pro Quadratmeter streuen, also so ein ganz feines Topdressing nur machen. Und dazu gibt es eine ganz einfache Messmethode und die zeige ich euch jetzt erstmal. So, wir brauchen ein Stück Folie. Da werde ich jetzt mal ein bisschen hier von meiner Abdeckfolie opfern. Wir nehmen einen halben Meter und schneiden halben Meter mal zwei Meter. Zur Messung der Auswurfmenge. Ein Quadratmeter. Damit fangen wir jetzt den Sand auf und können ihn dann wunderbar damit abwiegen. Machen da vier Nägel rein. Und da fahren wir einfach rüber. Normalerweise müsste da noch ein kleiner Rahmen drumherum. Das wäre noch besser. Und dann nehmen wir diese Menge, packen die Menge in den Messbecher und wiegen die Menge dann aus. Gut. So. Das ist eins. Oh, das ist ein herrliches Wetter. Ist das ein herrlicher Tag zum Rasensanden. Andere machen sicherlich andere schöne Dinge an so einem schönen Tag. Aber die Freaks, die sanden ihren Rasen an so einem schönen Tag. Also die Freaks, die machen nur so einen Blödsinn. Da geht was rein, das ist der Hammer. Das ist die Menge. Das ist die Streumenge. Und die messen wir jetzt ab. So. So, du hältst das auch vor. So ungefähr. Ungefähr. Zählt der Nagel mit? Oh, der Nagel zählt nicht mit. Ja, siehst du. Das sind 0,3 Liter. Das fand ich ein bisschen wenig. So, das sind 554 Gramm und der Becher, der wiegt 124 Gramm. 550, das waren dann nur 400 Gramm. Das war jetzt die erste Position, machen wir die zweite Position. Okay,
Das war jetzt ein bisschen mehr. Was? Das ist schon besser. Das sieht gut aus. Ungefähr genau. Ja, das sind jetzt 0,7. Das ist gut. Halber Liter. Wir haben ja gesagt, ein halber Liter bis Liter zum Topdressen. Und das sind jetzt 0,7. So, wiegen wir das nochmal. So, das sind jetzt 1180 Gramm. Das heißt, wir haben hier ungefähr 0,7 Liter, ungefähr, ziemlich genau. Und das wiegt jetzt 125, also ungefähr gut ein Kilo. Und man sagt, man soll immer die Sandmenge in Liter mal ungefähr 1,5 rechnen. Dann habt ihr das Gewicht, die Masse. Und 0,7, also 7 mal 1,5. 7, nochmal die Hälfte, sind 1050. Das passt ganz genau. 700 Gramm mal 1,5 sind 1050 Gramm. Das war 1180 Gramm. Das passt auf den Punkt. Und deswegen 1,5, ne, Volumen, Liter in Volumen mal 1,5 gibt das Gewicht des Sandes. Und das stimmt für 0,2er Sand ziemlich gut. Ja, yeah, was gelernt. Ja, lieber Rasenfreaks, heute ist ein perfekter Tag für einen perfekten Tag. Super, das Wetter ist perfekt. Die Maschine hat richtig gut und richtig gleichmäßig den Sand verteilt. Man muss ein bisschen auf die Spuren achten, ein bisschen schauen, wo man fährt. Das Wenden ist so ein bisschen tricky, weil er doch relativ leicht über das Vorderrad schiebt. Und ja, ich bin total begeistert. Der Sand ist ja super, wie schon hier in dem Video Heiko gesagt hat. Alles top. Und wenn man mal auf das Grün guckt, da sieht man, wie viel Sand da tatsächlich schon raufgespritzt ist. Herrlich. Jetzt lassen wir ihn abtrocknen und dann wird er eingebürstet und dann ist das ruckzuck weg. Und dann wird das hier aber so richtig, richtig, richtig gut aussehen. Jo, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Ja. Oh, alter Mann. So, Freaks, jetzt der letzte Act. Einbürsten. Und ich bin schon mal rübergefahren. Funktioniert fantastisch.
Kratzer. Ja, lieber Radfix, diesen coolen Aufkleber hier, nämlich ein Original Turfco-Aufkleber, der natürlich fantastisch hier auf diesen etwas verbeulten Deckel passt. Der kaschiert das nämlich so schön, die Beulen. Den habe ich von Stefan aus dem Münsterland bekommen. Danke, Stefan. Mega cool. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich ihn hier gerade hinkriege. Ungefähr genau. Echt gierig. Oh. Nachdrücken. Na komm. Der Folienträger. Sehr schön. Na, sieht das nicht cool aus? Uiuiuiui. Das mal ausdrücken, rausdrücken, kleine Luftblase. Cool. Ein Hoch auf die Fans. Wow.